145.000 Menschen sollen an der Silvesternacht an der Theresienwiese sein. Der Grund ist das Rammstein-Konzert. Ich spreche jetzt mit Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner über das Megakonzert. Herr Baumgärtner, welche spezielle Situation entsteht denn für die Stadt München, aber auch für die Behörden durch dieses große Konzert? Naja, es ist etwas, was noch nicht stattgefunden hat, natürlich was Neues, es ist aber auch was Altes. Was Altes deswegen, weil wir natürlich auf der Wiesn mit solchen Besucherzahlen auch in der Vergangenheit gut umgehen konnten. Das ist aber auch etwas, was der Veranstalter jetzt leisten muss, dieses Sicherheitskonzept zu erstellen. Ich persönlich halte das für durchaus machbar. Wir sehen es ja auf der Wiesn, wo deutlich mehr Menschen auch nach Zeltschluss zu den U-Bahnen gehen, zu den Bussen gehen, zu ihrem Auto gehen, zu ihren Radeln gehen. Und deswegen glaube ich, dass das alles kein Hexenwerk ist. Da wird auch wahnsinnig viel Wind gemacht um ein Thema, das für München grundsätzlich mal was Positives ist. Es rührt sich was. Wir haben eine Silvesterfeier, die ja auch von vielen schon geplant ist. Ich habe massenhaft positive Rückmeldungen bekommen, dass Rammstein zu Silvester in München ein echtes Highlight ist. Und was man nicht vergessen darf, ist, was hat es für eine Strahlwirkung auf München. Welche besonderen Auflagen müssen denn gewährleistet werden? Es sind ja immerhin 145.000 Menschen in der Stadt, in der Innenstadt, in der Theresienwiese, was es davor noch nie so wirklich gab. Das sind sicherlich ein paar mehr, aber das ist jetzt auch nichts, was so ungewöhnlich ist, dass es mir persönlich Sorge bereitet. Natürlich ist die oberste Prämisse Sicherheit und die zu gewährleisten, haben wir jetzt auch am vergangenen Wochenende auf der Messe gesehen, das ist möglich und deswegen würde ich jetzt einfach mal die weitere Papierlage abwarten und auch die weitere Diskussion abwarten. Aber wichtig ist, heute ist der Grundsatzbeschluss gefällt worden und darüber bin ich erstmal sehr froh. Jetzt gab es ja auch deutliche Kritik an Ihnen von den Münchner Kulturveranstaltern, die sich ein bisschen vernachlässigt fühlen. Können Sie diese Angst nehmen? Das finde ich ein bisschen schade, weil wir gerade in der Pandemiezeit im halbjährlichen Rhythmus Gespräche mit den Münchner Kulturveranstaltern, mit dem VDMK hatten. Damals eher mit dem Fokus auf Clubbetreiben, aber natürlich auch auf alles, was der VDMK so in München an Guten macht. Da hätte schon Gelegenheit bestanden, während der letzten 2,5 Jahre diese Gespräche auch dafür zu nutzen. Dass jetzt just zu dieser Beschlussvorlage eine solche Rüge kommt, das mag der Zuschauer, die Zuschauerin durchaus selber interpretieren können. Ich will mich damit Orakeln zurückhalten. Ich stehe immer für Gespräche zur Verfügung, für jeden zur Verfügung, der in München was machen möchte, was München vorwärts bringt. Das ist meine Aufgabe, die mache ich total gern. Jeden Tag mache ich sie gerne. Und jetzt haben wir einen Veranstalter, der das machen will. Und diesen Veranstalter in München zu haben, das finde ich gut. Das haben wir auch am vergangenen Wochenende auf der Messe gesehen. Und ich finde auch gut, dass der VDMK in München ist und dass der VDMK viel für München tut. Und da gibt es für mich keinen Ausschluss, dass der eine gut oder der andere schlecht ist, sondern es ist ein Miteinander. Und das ist mir auch wichtig zu betonen. Vielen Dank, Herr Baumgärtner. Das war's zum Thema Rammstein-Konzert in der Silvesternacht.